Hallo und willkommen zurück zu Leadership. Also, wir haben letztes Mal geschaut, was ist der Unterschied zwischen Management und Leadership. Und diesmal möchten wir schauen, was braucht denn so ein Leader eigentlich für Persönlichkeitseigenschaften? Wie verhält sich so ein Leader? Wie wirkt denn der Persönlichkeit? Ist der anders als so ein Manager? Was brauchen wir also für einen Typen? Welche Eigenschaften brauchst du, damit du von anderen Menschen als echter Leader wahrgenommen wirst? Wir sehen uns. Leader, der hat das, was wir Persönlichkeit nennen, ganz spezielle Eigenschaften einer Persönlichkeit. Der fällt auf, man merkt das, wenn jemand ein Leader ist. Was gehört dazu? Es sind fünf Dinge, die essentiell wichtig sind. Es gibt viele Eigenschaften, die man haben kann, aber fünf, die sind ganz, ganz entscheidend. Und diese fünf Eigenschaften, die hast du entweder oder die hast du nicht, die kann man auch ganz schwer antrainieren. Die erste davon ist, und ist vielleicht sogar die allerwichtigste, wenn wir eine nur nehmen müssen, das ist Entschlusskraft. Die haben Entscheidungsstärke. Ein Leader ist jemand, den hat man deswegen, damit er eine Entscheidung treffen kann. Und das ist ehrlicherweise eines der schwierigsten, herausforderndsten Aufgaben, die wir haben. Denn Entscheidung bedeutet, dass wir, wenn wir zum Beispiel die Wahl haben zwischen zwei Möglichkeiten, links oder rechts, vorne oder hinten, dann ist die Frage immer, was ist dann die richtige Entscheidung? Und im Normalfall gibt es im Vorfeld nicht die Chance zu wissen, was ist die richtige Entscheidung. Du musst eine Entscheidung treffen. Und die große Kunst ist eigentlich, auch wenn du nachher merken solltest, es wäre eine andere Entscheidung besser gewesen, wie kannst du aus der neuen Situation eine bessere, eine nächste Entscheidung treffen, die dir näher zum Ziel bringt. Denn jede Entscheidung hat einen einzigen Hintergrund, sie soll dich näher zu dem bringen, wo du hin willst. Ein Leader ist also ergebnisorientiert, er weiß, wohin will und er trifft Entscheidungen, ohne dass er alle Informationen hat. Nicht leicht, diese Aufgabe. Aber Leader vertraut sich selber, dass er, egal was das Ergebnis seiner Entscheidung ist, dass er immer aus dem Ergebnis wieder einen positiven Erfolg bewirken kann. Darum geht es. Erfolg, Ergebnisse bewirken und Entscheidungen treffen.